Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin ja so eine Vive und ich hab Bird Person abgeholt. Hast du schon Happy Tag? Willst du es gegen Porenta tauschen? Ja. Hier. Okay, wie Kabel so. Hier, hab Bird Person. Viel Spaß damit. Bird Person ist sowieso absolut weird. Tschüss, Bird Person. Fuck off. Um genau zu sein, ich würde nicht mal einen Porenta haben wollen. Es ist mir einfach schön, dass Bird Person weg ist. There's a bird! The bird's coming! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wieder gegen Porenta getauscht. Oh shit! Vielen Dank! Patte? Patte! Patte! Weißt du was, Patte? Ich habe einen Job für dich. Und du kannst diesen Job sogar annehmen. Versuch zwar Schneider lernen, aber kann nicht nur 4 Attacken lernen. Soll er was vergessen? Pack die Flashband weg, ja? Patte. Ist useless as fuck, aber immerhin müssen wir nicht mit einem Porenta, immerhin nicht mit was anderem rumrennen. Ich meine, wir sind auf einem guten Weg. Patte, setz der Schneider ein. Dein Name ist scheiße, by the way. So, das wird auf jeden Fall ein ganzer Kram nur für Zoe. Vielleicht auch noch für die Queen, aber... Oh mein Gott. Nee, was will mit dem Garados? Garados ist Mainstream. Mainstream Twitch. Außerdem mag ich Garados ehrlich gesagt nicht so. Oh nein, es ist ein Bootleg Pachuppi. I wanna hug you. This will not work. Irgendwann treffe ich mit meinem Stein. That's dead. Das ist hier 100% Zoes Ding. Ah, ne. Ja, das kannst du dir abschminken. Da ladi da bum und ladi da bam. Oh yeah. Ich bin überrascht. Ich klatsche erstmal alles weg, was hier rumfleucht. Mal gab's hier für diese Schalter irgendwie einen Trick? Irgendwie, wie man das machen kann. Eins? Auch und das ist schon das dritte Kachuppi hier. Oh nein. 3 Damage. Und das war ein Crit. Oh nein. Ist es dead? Zoe ist hier nachher ein bisschen überlevelt. Stopp, ich... Ach, scheiße, bist du gut. Oh, Mann. Ist immer genau neben dem ersten. Ja, das Problem ist, es gibt 4 neben, you know? Es gibt über daneben, unter daneben. Du siehst aus, als hättest du irgendwie ein Dolch in der Hand. Dann wirst du damit bereit sein, jemanden zu erstechen. Och, come on. Das kannst du dir wirklich abschminken. Weh. Hehehe. Stimmt, der sah echt ein bisschen aus wie C17. Jetzt, wo du es so sagst. Weh. Nee, komm, Explosion. So cool es auch wäre. Ich möchte... Nee, komm. Nee. Außerdem wäre das nicht sonderlich effektiv. Come on. Wie wäre es aber, wenn du aufhörst mit diesem Ultraschall-Scheiß? Oder Megaschall-Geherze? Kannst du dir nämlich echt abschminken. Also Zoe ist hier nach mittlerweile schon fast übel MVP. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall.
Hier immer noch nicht bloß Abfall. Hier nicht bloß Abfall. Nicht bloß Abfall. Hier nicht bloß Abfall. Immer nicht Abfall. Hier nicht Abfall. Hier nicht Abfall. Deine Mutter schmeckt nach Abfall. Propaganda ist useless. Hier ist was versteckt. Wer bestätigen? Nicht sauber Abfall. Hier ist ein Schleuder, wurde wieder verriegelt. Diese Scheißrätsel, ne? Direkt daneben. Ja, ich hatte eine 50-50 Chance. Ich hatte eine 50-50 Chance. And I fucked it up. I've done fucked it up. Jetzt habe ich eine Chance 1-3. Ich vertraue der Tonne nochmal. Ah, fuck. Bip. Hier nicht bloß Abfall. Hier nicht bloß Abfall. Haben Babben Abfall. Neben Babben Abfall. Deine Mutter macht einen Abfall. Ach, come on. Nichts Abfall. Nichts Abfall. Abfall. Fall ab. So. Komm. Das zweite Schloss. Ja. Ein Spaß für jeden Speedrunner. Selbst er hat diese Mülltonnen neben sich stehen. Er weiß, was gut schmeckt. Moment. Supertrank. Supertrank. So, jetzt ist hier, ne? Ich hab verloren. Keine große Chance, wie es hier. Ich hab was erzählt. Während der Pokémon-Feldzüge haben wir mein Elektro-Pokémon gerettet. Wir haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Und gleich steht dir nun bevor. Das wird nicht funktionieren, weil ich ein fucking Gestalts-Pokémon habe, also. Look at my butt! Babapenpö. Sui ist milde überlevelt, glaube ich. Ja, es gab offenbar einen Pokémon-Krieg. Davon weiß nur keiner. Es war die große Pokémon-Selbstmord-Suizid-Attacke. Man geht nur mit Voltoballs rein. Und Geowatzes. Katschupi. This won't work. You have no power here. Bamsen. Das Ding ist Level 18. Selbst Misty war da eine größere Bedrohung. Oh mein Gott. Oh Gott, Raichu, du siehst ja mal schrecklich aus. Alter Verwalter, tschüss. Donnerblitz. Okay, das Ding kann wehtun. Und ist tot. Scheiße. Wow. Immer kämpf, Kleiner. Aus seinem verleihe ich dir den Donnerorden. Geil, Dönerorden. Dönerorden hat die Initiative deiner Pokémon. Und können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Da kommst du zwar später ran, aber who cares, right? Du ein besonderer Junge, nimm das hier. Cool. Es ist Dönerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Donner-Pokémon. Oder... Moment. Alter, Weog, ey! Es geht! Oh, jetzt ist Ende Gelände. Oh, jetzt ist hier aber... Swoop, weg! Giftstarre weg! Dönerblitz! We don't need Katschupi anymore! Wenn du mal wieder reinschaut. Ey, hi Rüdi, was geht? So. Zersnyder, Zink. Das erinnert jetzt natürlich einiges an unserem Plan. Jetzt, da wir Donnerblitz jetzt haben, bräuchten wir auch technisch gesehen Katschupi nicht mehr. Weil Katschupis einzigste Eigenart ist... Well, das ist nun mal Elektro, ne? Das war seine eigene Eigenart. Jetzt überlege ich gerade, wo müssen wir jetzt hin? Na, da müssen wir topfit. Komm jetzt einmal wieder.
jetzt, shit, warte mal. Stimmt, wir haben Zerschneider. Oh, wir müssen durch den, oh. Jetzt kommen Filler-Folgen. Oh ja, jetzt kommen, oh Gott, jetzt kommen eine Menge Filler-Folgen. I totally forgot about this shit. Filler-Folgen bis zum Erbrechen. Felstunnel und all das Gejatze. Das habe ich ja total vergessen. Okay, vielleicht brauchen wir Katschupi doch noch. Einfach um durch den Felstunnel zu kommen. Ohne groß genervt zu sein. Ja, aber wozu brauchen wir jetzt ein Pikachu mit Dönerblitz, wenn wir eine Queen mit Dönerblitz haben? Who needs that shit? Unsere Queen deckt einfach alles ab. Deswegen, das ist die Queen, mit der legst du dich nicht an. Und Pate schneidet einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken. Azui ist ja jetzt schon mehr als nur broken. Aber Gobble braucht, glaube ich, mal ein bisschen. Sowieso, vielleicht sollten wir dann mal... Hey, lass uns kämpfen, Mann. Wir brauchen Zerschneider. Also brauchen wir... Ja, wir brauchen noch einiges. Also von daher, das Team wird jetzt erstmal noch so bleiben. Ich schätze mal, bevor wir den nächsten Orden kriegen, wird sich hier nicht viel tun an diesem Team. So besonders, was Dings ausgeht. Oh, ich konnte damals den Felstunnel auch auswendig, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Mein Hirn hat diese Information verdrängt und durch was anderes ersetzt. Ihr wisst, wie das ist. Ihr kennt das. Stachelspore, wirklich. Ja, okay, ich könnte noch mal durch die Dicta-Höhle, aber ich will ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste nicht, was ich da soll. Außerdem, warum ist Rüdiger kein Mod hier? Das... Ach doch, ist er. Okay, hab nichts gesagt. Alles gut. Gobble! Meine Güte, Gobble. Ich erwarte echt oft nicht viel von dir. Ich erwarte echt häufig nicht viel von dir, Gobble. Aber wenn ich mal was von dir erwarte, dann erwarte ich was. Vor allem, ich habe keine Paraheiler, right? Scheiße. Knofenser. Oh ja, Knofenser, ja, ganz witzig. Doppelmod, Dual Wielder. Es wächst. Ey, Yuga. Yuga. Wakatake no Kuro. Mirapla. Ich lass Patte mal machen. Patte kann hier offenbar ziemlich gut seinen Punkt halten. Noch. Mal gucken. Ja, jetzt ist mit Vergiftung ist natürlich eine Sache. Dass Gobble jetzt paralysiert ist, ist natürlich... Das ist ärgerlich. Ich hätte mal noch ein paar Paraheiler holen sollen. Yay! Noch ein Knuffenser. Das kriegt Patte auch hin. Bye, bye! Ja, locker! Dankeschön. Zeitraumkontinuum, ne? Es ist immer wieder nervig, wenn du einfach nur siehst, wie du 10.000 Jahre nichts machen kannst. Gegengift. Patte. So. Ja, jetzt haben wir natürlich einen paralysierten Gobble. Das ist, TM30. Was ist TM30? TN30. Teleport! Wer kann hier teleporten? Keiner von euch. Okay. Gobbelflor. Alter, der Name, ne? Gobbelflor. Er weckt Furcht in den Herzen seiner Feinde. Oh, scheiße. Na, Gobbel. Fußkick. Slap. Fetz ihm das Ohr ab. Karateschlag. Und dann haut er mich. Ist paralysiert.
Ich meine, kill me. Wobei, dann kann ich mich nicht wiederbeleben. Weil ich habe kein... Es gibt noch keine Beleber. Scheiße. Gobble is in a world of pain right now. Gobble steckt gerade wirklich in einer schlechten Situation. Okay, aber Onyx müsste ja wohl... Gobble, also bitte. Das müsste ja wohl... Klammergriff, das war weniger nervig, oder? Nein, Klammergriff ist genauso nervig. Ich nehme alles zurück. Klammergriff und Wickel sind beides Fucks. Ich lass das mal so. Gut, dass das gerade paralysiert. Oh mein Gott. Das ist ja wohl nicht dein Ernst gerade. Dankeschön. Muss man erst wieder komplett Zeit und Raum zerstören, bis ihr aufhört, einem auf den Sack zu gehen? Gut, wir gehen für Gobble nochmal zurück. Wer bist du? Dein Pokémon sieht fit aus. Ist ja gut, wir gehen für Gobble nochmal zurück. Ja, Fukado, definitiv eine gute Idee für Gobble. Überlassen wir das der Queen. Killer Queen. Kann jetzt Donnerblitz. Blubstrahl. Und damals war das noch OP. Heutzutage lachst du über sowas, aber damals... It kicks ass. Hey, Lauren. Gott, die ganze Starbesetzung hier heute. Was ist denn los? Don't fuck with the Queen. So. Oh, hier ist noch so ein Bilbo. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon und ihre Kokons zu flippen. Okay. Eine fucking Riesenschlange aus Felsen. Sie lässt sich von einer Blumenranke vernichten. Ja. Bibor. Oh Gott. Bibor ist ja an sich irgendwo... Es sieht bedrohlich aus. Ne? Chaos Control. Danke. Wow, gut, dass ihr keine Epilepsie hat, oder? Energiefokus. Oh, scheiße, dieses Bibor will critten. Crit this motherfucker. Noch ein Bibor. Bäh. Oh yeah. Und paralysiert. Bäh. Okay, gut. Ich weiß nicht, bei solchen Angriffen werde ich einfach nur mega ungeduldig. Killer Queen 26. Ay caramba. Was? Verschwendung. Ja, ist hier irgendwas Nettes, irgendwas Schnuckliges? Stalos ist so super cool. Generell, Onyx war ich damals auch cool. Ich fand es nur irgendwie schade, dass Onyx nie eine vernünftige zweite Entwicklung bekommen hat. Also, Stalos, ja, schön und gut. Aber dafür brauchst du einen Metallmantel und brauchst einen Bilbo, um zu tauschen. Das ist, generell, dieses Tauschsystem ist etwas, was mir bis heute nicht ganz aus dem Kopf gehen will, warum sie das nicht endlich mal rausnehmen. Das ist mir bis heute, ehrlich gesagt, immer noch ein Rätsel. Und ich mache jetzt hier die Folge mal so weit, wie geht, beziehungsweise wie ich kann. Ich werde nur mal hier nebenbei speichern, so just in case. Ich vertraue meinem PC nicht immer, deswegen... Sing Basinga. So, Fahrrad. Let's go. Ich fahre mal langsam mit meinem Fahrrad davon. Ich fahre Fahrrad. By the way, hier hat jemand was aus dem Tisch gebissen. Was zur Hölle? Oh ja, wo du mit einem Kabel Pokémon tauschen musstest. Alter, das waren Zeiten. Good times. Fucked up times? Yes. Good times? Yes.
Warte mal, jetzt fällt mir gerade mal ein. Krieg ich nebenbei überhaupt noch Flash? Also hier für den Felstunnel? Krieg ich das noch irgendwo oder bin ich da schon wieder dran vorbei? Wie ein Dödel. Raupi. Ach komm, Gobbel, das ist ja wohl noch... Das wird ja wohl noch im Bereich deines Machbaren sein. Und jetzt wird mir erst klar, warum ist das ein fucking Level 20 Raupi? Das Ding könnte schon vor 10 Leveln ein Smetbo mit Konfusion sein. Und sonst was für Leute raiden. Aber es ist immer noch ein Level 20 Raupi. Was machst du mit deinem... Gab es beim Diktatunnel, wenn du beim Amora weitergehst. Ups. Ich glaube, ich sollte nochmal zurück. Weil ich weiß nämlich nicht mehr den... I don't know the way. Auch wenn ich die Queen bei mir habe. Ich kenne den Weg leider nicht. Da müssen wir wohl doch nochmal zurück. We need to go deeper. We need to go back. Weil das Schlimme ist, warte mal, heute ist Donnerstag, ne? Scheiße, ja. Kann ich sowieso nicht mehr lange streamen. Oh, Blutzug! Blutzug ist auch cool. Es sieht zwar crank aus in der Situation, aber... Ey, das Problem... Ging daneben? Das ist Donnerblitz, von dem wir hier reden. Donnerblitz geht nicht einfach daneben. One does not simply miss Donnerblitz. So. Okay, meine Käfer-Pokémon. Shit, in den wollte ich jetzt eigentlich nicht reinrennen. Geh nur hier fest, Schleuderflamm an dir. Ja, und da müssen wir dann wohl auch noch durch. Shit. Weil ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das, ne. Oh boy. Ratzfratz. Klatschfratz. Blutzug ist toll, beziehungsweise Omod. Also Omod ist auch einer meiner Favoriten aus Gen 1. Ayaya! Okay, gut. Bananana is dead. Retter. Ja, Rettern möchte ich bitte schnell weghaben. Das überlasse ich Sui. Auch wenn Sui mittlerweile schon irgendwo krass überlevelt ist, also... Okay, Sui ist schneller als dieses Rettern. Okay, es ist auch 8 Level drüber, also... Gut, ich habe nichts gesagt. Aber das ist Sui, der ist ein flinker Dude, ist das. So, das kann Gobble wieder übernehmen. Sandan kann wieder Gobble übernehmen. Mr. Gobble. Mr. Gobble, tear down that wall. Is dead. Oh yeah. Ach ja, Baby, was hat man? Ach ja, hier ist nur das. Ja gut, dann würde ich nämlich sagen, beende ich die Folge hier. Ich werde mich offscreen einmal auf den Rückweg begeben. Und dann holen wir uns in der nächsten Folge den Flash und... Ja, haben dann unsere eigene DC-Serie und so. Bis dahin, ciao Leute. Bye.